Herzlich willkommen im Zentrum für Bewusstsein. Schön, dass du da bist. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an, wie du mit deinen Gedanken dir dein Leben kreiert hast, so wie du im Moment lebst und was du tun kannst, Schritt für Schritt, um eventuell etwas zu verändern, was dir nicht ganz so gefällt. Ich heiße Petra Schwemmer-Brokop, bin die Gründerin des Zentrums für Bewusstseins. Und wir arbeiten hier auf der Grundlage des medialen Hypnocoachings immer so, dass wir uns der Sachen bewusst werden, bewusst bleiben. Und genau das ist das, was wir mit dem Klienten hier machen, sodass er dann in seiner Autonomie und seiner Verbundenheit ein wunderbares Leben führen kann, und zwar so, wie es zu ihm passt. Die lieben Gedanken. Mit unseren Gedanken arbeiten wir ganz stark und meistens merken wir es nicht oder legen darauf gar keinen Wert. Warum ist das so? Wir haben nicht gelernt, auf unsere Gedanken zu achten, auf unsere Gefühle zu achten, sie als Wegweiser zu nutzen und als Boten zu nutzen. Wir haben gelernt, auf das Äußere zu achten, dort zu bewerten, zu urteilen, zu verurteilen. Und damit nehmen wir uns ganz viel innere Kraft und innere Macht, die wir nutzen können, um wirklich unsere Lebensaufgabe zu meistern und um wirklich ein glückliches Leben zu führen, denn dafür sind wir hier auf der Erde. Wie kommt es dazu, dass die Gedanken so wichtig sind? Alles ist Energie. Auch wir bestehen zu über 99,99% aus Energie. Ich möchte das ganz kurz an einem Beispiel erklären. Wir haben Organe, Organsysteme, aus denen unser Körper aufgebaut ist. Ich nehme jetzt einfach mal das Herz. Das Herz gehört zum Herz-Kreislauf-System. Unser Herz besteht aus verschiedenen Geweben, die wiederum bestehen aus verschiedenen Zellen, eine Zelle aus Zellbestandteilen. Wenn wir weiterschauen, finden wir dort Moleküle, Atome, und die Atome bestehen aus vielen kleinen Partikelchen, und selbst die Wissenschaft hat schon seit Jahren herausgefunden, dass diese Partikel zu über 99% aus Energie bestehen. Wenn wir das Ganze jetzt wieder zurücknehmen, diese über 99% Energie bilden letzten Endes über Atome, Moleküle, Gewebe, Herz, Organsystem den Menschen. Und das ist immer der Moment, wo ich frage, wenn ich nur meinen Blick auf die Materie lege, auf das, was ich mit meinen äußeren Sinnen wahrnehmen kann, entgeht mir da vielleicht einiges? Und ich sage, ja. Meine Gedanken kriege ich oftmals gar nicht mit, weil es ist so ein Automatismus geworden. Es denkt in mir, es denkt in mir, es denkt in mir. Und ich wundere mich, warum ich vielleicht am Abend erschöpft bin. Ich wundere mich vielleicht, warum ich mich nicht konzentrieren kann. Warum mir die eine Sache oder die Arbeit von der Hand geht. Das hängt damit zusammen, weil es viele Gedanken in mir gibt, die mein Verstand selbstständig denkt über die Automatikprogramme auf unbewusster Ebene. Doch dort hat es eine Auswirkung auch. Und die Auswirkung ist nachher die Erschöpftheit bei mir zum Beispiel. Eine Auswirkung kann auch Panik sein. Auch da sind ganz viele Gedanken, die auf unbewusster Ebene rödeln, bestimmte Mechanismen, am Ende steht die Angst. Oder eben die Panik. Jeder Gedanke ist eine Energie. Ich kann ja den Gedanken nicht greifen. Ach ja, ich nehme hier immer den Gedanken raus, packe in die Schublade. Es geht nicht. Jeder Gedanke ist Energie. Was passiert oder was bewirken denn meine Gedanken? Du weißt es selbst, wenn du immer denkst, ich bin nicht richtig, ich bin nicht richtig, ich bin nicht gut genug, dann wirst du es fühlen. Das fühlt sich schwer an. Vielleicht kommt eine Traurigkeit dazu. Vielleicht resignierst du. Und wenn du denkst, hey, alles, was ich mache, führt zum Erfolg. Ja, ich kann es. Ich weiß, dass ich es kann. Du merkst schon, dann bist du voller Freude. Dann bist du voller Kraft, voller Elan, bist hochmotiviert, die Sachen anzugehen.
Und selbst wenn dann mal etwas nicht so klappt, das wirft dich nicht außer Bahn. Also, was passiert mit unseren Gedanken? Wir haben auch im Gehirn verschiedene Hormondrüsen, die sofort blitzschnell Hormone ausschütten, entsprechend natürlich den Gedanken. Das Ganze geht in den Körper und unser Körper reagiert aufgrund dieser Gedanken mit einem ganz bestimmten Gefühl. Gedanken sind schon eine Energie, Gefühle sind auch wieder eine Energie. Mit den Gedanken und den dazugehörigen Gefühlen schicken wir eine ganz schöne energetische Ladung ins Universum. Du kennst es auch, wenn du mit offenen Augen durch die Gegend läufst, wenn du ein bisschen wahrnimmst, ein bisschen Gespür hast für deinen Mitmenschen, dann kannst du erkennen, wie er energetisch drauf ist, ob er gerade gut drauf ist, ob er nicht gut drauf ist. Manchmal denkst du, ah, den spreche ich mal heute nicht an, ich glaube, der ist mit dem falschen Bein aufgestanden. Oder, boah, der ist ja gut in den Tag gestartet, der muss ja irgendwas total Schönes erlebt haben. Das hängt damit zusammen. Derjenige strahlt es aus über seine Gedanken, über seine Gefühle, gibt er eine Energie ins Universum. Manche nennen das auch Aura, doch das geht noch viel, viel weiter. Und du kannst es wahrnehmen, du kannst es spüren. Und das, was andere machen, machst auch du. Das heißt, auch du gibst eine ganz bestimmte Energie über deine Gedanken und Gefühle ins Universum. Im Universum sind jetzt alle möglichen potenziellen Möglichkeiten und es findet dich. Das heißt, es findet zu deiner Energie, Gedanke, Gefühl, findet sich entsprechend die potenzielle Möglichkeit. Du legst ja mit deiner Energie eine Aufmerksamkeit darauf und es wird sich manifestieren. Und dann wunderst du dich oder, was ich oft erlebe dann im Zentrum, die Klienten sagen, ja, ich hab's doch gewusst. Kennst du das? Dieses ich hab's doch gewusst hängt damit zusammen. Du hast Gedanken, du hast Gefühle, dein Verstand will immer recht haben. Du kreierst dir unbewusst im Außen die Situation, die dir die Bestätigung für deine Gedanken und Gefühle geben und der Verstand kann sagen, ich hab's doch gewusst. Das ist ja alles in Ordnung, doch du darfst es nutzen, indem du beobachtest, was denkt es in dir, deine Gefühle ernst nimmst, sie nicht wegdrückst, sodass du wirklich das Leben erschaffst, indem du dich wohlfühlst, indem du glücklich bist. Jeder Mensch hier auf der Erde darf glücklich sein, wirklich jeder. Und egal wie alt. Was kannst du nun tun? Die Gedanken, die kommen ja nicht einfach so, sondern wenn wir zurückgehen, die Gedanken, die Grundlage der Gedanken oder ich sage mal so diese Grundverkabelung geschieht einfach in der Kindheit, das ist so. Dort erfahren wir Prägungen, dort bauen wir unsere Glaubenssätze auf. Und dort bauen wir auch unsere tiefsten Überzeugungen auf. Das heißt, wenn ich jetzt im tiefsten der Überzeugung bin, dass ich es nicht verdient habe, dann kann ich mir noch so oft mit meinem Verstand sagen, ich bin glücklich oder ich habe es verdient, in einem Luxus zu leben. Dann wird es mir immer wieder aus den Fingern rinnen. Denkt an die Lottogewinner. Wenn ein Mensch, der vorher in Armut gelebt hat und der garantiert einer dieser Überzeugungen in sich hat, ich habe es nicht verdient, der gewinnt, ist sehr reich, Millionen vielleicht. Doch es dauert nicht lange, vielleicht ein, vielleicht zwei Jahre und er ist ärmer als je zuvor, weil es rinnt durch die Finger aufgrund der tiefen Überzeugung. Das bedeutet für dich, dass es so wichtig ist, dass du dir deiner tiefen Überzeugungen bewusst wirst. Das kannst du, indem du schriftlich mit dir arbeitest.
Als erstes empfehle ich dir, schreibe mal auf, was so typisch für dein Leben ist. Was dir sehr gut gelingt und was dir vielleicht nicht so gut gelingt, wo du dir Veränderung wünschst. Die Dinge, wo du dir Veränderung wünschst, die schaust du dir näher an und schaust, welcher Glaubenssatz, welche Überzeugung muss dahinter stecken, dass es sich so und so im Leben äußert. Wenn ich immer wieder kritisiert werde, dann muss in mir ein Glaubenssatz stecken, dass ich nicht richtig bin, dass ich es nicht packe und. Dass ich nicht erfolgreich sein kann. Es geht um diese Glaubenssätze. Und hier, wenn du diese Glaubenssätze erfahren hast, wenn sie dir bewusst werden, alles, was bewusst ist, kann im Unbewussten kein Eigenleben mehr treiben. Das heißt, dann kannst du diese Glaubenssätze stoppen und sie nicht mehr bedienen, ganz bewusst in etwas Neues, dir Dienlicheres hineingehen. Meinetwegen, wenn da dieser Glaubenssatz ist, ich kann es nicht, stopp, heute probiere ich es und ich weiß, es kann mir gelingen. Und dann probierst du es aus. Und wenn es dir nicht ganz gelingt, dann wirst du dich dafür loben können, was du schon geschafft hast. Das ist eine Falle, weil die meisten versuchen, sich dann wieder zu kritisieren. Dann bist du wieder im alten Muster. Ja, also achte darauf, dass du dann nicht dem Verstand wieder erlaubst, über die Hintertür zu kommen, nämlich Selbstkritik zu üben, wenn du es mal zu Anfang vielleicht nicht 100% hingekriegt hast. Ich sage immer, auch unseren Klienten, seid froh, dass es dir bewusst geworden ist. Du bist Jahrzehnte vielleicht durch die Gegend gelaufen und es ist dir nicht bewusst geworden. Du bist einfach unbewusst durch die Gegend gelaufen und jetzt wird es dir bewusst. Dafür darfst du dankbar sein, dafür darfst du dir auf die Schulter klopfen. Weil seine inneren Dinge anzuschauen, dazu gehört Mut. Und wenn du das machst, bist du mutig. Da sag ich schon mal, freu dich und herzlichen Glückwunsch dazu. Von unseren ganzen Handlungen, von unseren ganzen Gedanken sind uns nur 5% bewusst. 95% schlummern auf unbewusster Ebene und steuern uns von dort aus. Kannst du dir vorstellen, wenn wir diese Bewusstheit weiter ausbauen, was da für ein geniales Potenzial drin steckt für dich, für dein Leben? Ein Beispiel: Die Menschen, die frisch verliebt sind, was passiert denn da? Sie sind frisch verliebt und das, was früher schwierig war, gelingt mit einem Mal, weil sie gedanklich ganz anders drauf sind und dementsprechend auch ganz anders fühlen. Das, was vor 2 Monaten als Unverliebter kaum möglich war, ist dir jetzt eine angenehme Herausforderung. Also es ist möglich, nur du machst es mit deinen Gedanken und Gefühlen, nicht der andere. Und so kannst du dein Leben Schritt für Schritt so verändern, wie du es möchtest. Hier im Zentrum empfehlen wir immer, nicht im Außen anzufangen. Natürlich kann ich im Außen etwas verändern. Wenn mir der Job nicht mehr gefällt, wenn ich dort keine Erfüllung mehr finde, dann kann ich den Job wechseln. Doch ich nehme meine gesamte Gedanken- und Gefühlsenergie mit und bringe sie dorthin. Na, was muss denn passieren? Ganz genau, du hast es schon selbst gesagt. Ich ziehe wieder diese Probleme an. Also sage ich, kläre erst dich und wenn du dann klar bist, dann kannst du in etwas Neues hineingehen. Ich habe es damals auch so gemacht. Ich war früher Lehrerin, Schulleiterin. Ich habe ein Gymnasium geleitet. Voller Freude. Ich war sehr, sehr gern Lehrerin. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Doch ich habe gemerkt, ich war in einem staatlichen Schulsystem angestellt, in einem staatlichen Gymnasium, und ich habe gemerkt nach und nach, dass es gegen meine Wertevorstellung geht. Ich konnte es nicht mehr. Und ich habe dann mich erst einmal geklärt, um wahrzunehmen, ist das vielleicht nur eine Laune, mache ich das aufgrund von emotionalen Belastungen? Und ich habe mich geklärt, bin nach innen gegangen, mediales Hypnocoaching, habe mit mir gearbeitet, habe natürlich dann auch Kollegen gebeten, mit mir zu arbeiten, weil bestimmte Dinge, da ist die Selbsttäuschung sehr groß, empfehle ich dann immer mal woanders hinzugehen.
Und es wurde einfach nur klarer. Und dann habe ich den Schritt gewagt, ich bin ausgestiegen und zwar komplett, mich nicht freistellen lassen, gar nichts, komplett ausgestiegen, weil ich wusste, das ist nicht mehr mein Weg. Mein Weg ist ein anderer, nämlich hier in der Praxis zu sein, im Zentrum zu sein, um den Menschen wirklich zu helfen, in ihre Kraft, in ihre Stärke zu kommen, ihre wahren Potenziale zu leben. Und ich kann dir sagen, das ist 12 Jahre her und ich habe noch nicht eine Sekunde bereut. Es fühlt sich nach wie vor super schön an für mich und ich freue mich über jeden Menschen, der seinen Weg geht. Und wir unterstützen auch jeden, der Unterstützung haben möchte, und zwar nur so lange und so viel, bis er in seiner Kraft ist, seine Potenziale lebt, sein Ding macht. So empfehle ich dir, achte auf deine Gedanken, werde dir bewusst, was es dort denkt. Du kannst dir das Video anschauen, wie du dich selbst beobachten kannst, so kommst du dir auf die Spur. Du kannst dir auch mein Buch Mediales Hypnocoaching nehmen. Da gibt es verschiedene Übungen, wie du deine Gedanken erkennen kannst. Und zwar in der ganzen Fülle. Und dann kannst du erst einmal wahrnehmen, was es in dir denkt. Denn was dir bewusst wird, kannst du verändern. Was unbewusst irgendwo abläuft, kannst du nicht verändern. Dann kannst du die Gedanken stoppen und in eine Richtung gehen, wie es zu dir passt. Und gleichzeitig kannst du diese ganz alten Prägungen, Glaubenssätze, Grundüberzeugungen nach und nach lösen und deinen Rahmen erweitern. Und da wünsche ich dir ganz viel Freude. Alles Liebe!